Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute werden wir den HP 8200 Elite aufrüsten. Und zwar habe ich da schon was vorbereitet. Wir werden den mit einer neuen Grafikkarte bzw. einer neuen alten Grafikkarte aufrüsten. Und außerdem werden wir noch 4 GB Arbeitsspeicher hinzufügen. So, das sind die Sachen. Wir haben hier einmal die Grafikkarte, hier die 4 GB RAM. Und was wir noch brauchen, sind diese 2 oder 1 Slotblenden. So, dann fangen wir erstmal mit der Grafikkarte an, denn die braucht etwas Vorbereitung. Die ist hier drin verpackt. Wir öffnen das mal ganz kurz. Tun wir das mal weg. Das ist die gute Grafikkarte. Hierbei handelt es sich um eine GeForce GT 530. Habe ich bei eBay relativ günstig geschossen und habe ich mir gedacht, die könnte ich ja für den wunderschönen PC vorne benutzen und mal sehen, wie die Spieleleistung für so einen kompakten Rechner ist. Ein paar Eckdaten zur Grafikkarte. Wir haben erstmal den Anschlüssen einmal DVI-D, HDMI und VGA. Wie wir sehen, ist der VGA mit so einem mit so einem Flachbandkabel angeschlossen. Das heißt, wir können den Stecker hier lösen und den Anschluss komplett abmachen. Dazu kommen wir später noch. Wir haben hier 1 GB, wir haben hier die 1 GB-Version der GT 530. Sie taktet mit 700 MHz, hat ein 128-Bit-Speicherinterface. Das ist aber besonders wichtig, dass die jetzt nicht so ein olles 64-Bit hat. Und ja, die hat eine Speicherbandbreite insgesamt von 28,8 GB pro Sekunde. Das ist schon mal nicht schlecht. Hat DirectX 11 Support und OpenGL 4.1. Außerdem wird die über PCIe 2.0 x16 angeschlossen, aber das ist im Moment egal, das tut nichts zur Sache. Außerdem hat sie eine maximale Leistung von 50 Watt, also ist jetzt nicht so eine richtig stromsparende Grafikkarte für einen Office-PC oder so. Oh ja. Gut. Dann werden wir einmal hier kurz die Karte vorbereiten. Und zwar zoome ich mal ein Stück ran. Wir haben hier einmal den Stecker. Den können wir hier einfach so abziehen. Das war's schon. Und dann müssen wir in der Grafikkarte noch ein paar Schrauben lösen. Und zwar haben wir vor einmal hier vorne bei dem HDMI-Slot eine Schraube. Hier vorne. Die drehe ich mal kurz raus. Das war's dann schon. Und wir haben einmal noch hier versteckt unter dem Kabel eine Schraube sitzen. Genau hier. Die müssen wir auch noch rausdrehen, damit sich das komplett ablösen lässt. So, jetzt haben wir hier nämlich noch so eine Metalllöse gehabt. Da war die Schraube drin und die mussten wir noch mit abschrauben. So, außerdem müssen wir hier noch Festhalte Dinger abmachen, fällt gerade der Name dazu nicht ein. Dazu gibt es eigentlich ein Tool, womit man das machen kann. Aber ich habe den jetzt momentan leider nicht hier, also benutze ich einen ganz normalen Seitenschneider. Damit kann man das ruhig machen, das ist kein Problem. Genauso wie bei den Mainboard-Schrauben, das sind diese ähnlichen, die Abstandshalter. Und dann dreht man einmal ganz kurz hier so und dann kann man die auch schon losmachen. So, das war es schon. Genau dasselbe machen wir jetzt bei den anderen auch. Und dann kann man die ganz einfach abdrehen. So, da haben wir schon die erste. Und schon die zweite. Und das war's schon. Die hinteren hätten wir gar nicht lösen müssen, weil das ja sowieso hier komplett mit abfällt. So, das brauchen wir gleich schon wieder hier. Nicht vergessen. So, das ist die Grafikkarte im Low-Profile-Format. Das heißt, sie ist nur ein bisschen kleiner geworden. Der ganze Anschluss fehlt hier und somit passt die auch in den PC hier vorne. Kommen wir zu den Slotblenden hier. Ich habe hier einmal zwei Stück. Ich habe mich auch sehr gewundert, warum die in so zwei unterschiedlichen Materialien bekommen, wie ihr seht. Das eine ist so glänzendes und das ist so mattes, aber stark spiegelndes Aluminium. Wenn man jetzt hier genau sieht, das da oben spiegelt ganz mehr und das einfach leuchtet hier nur so. Und zwar war meine Idee, dass ich alle drei Anschlüsse verwenden werde. Aber dies werde ich nicht tun. Darauf komme ich später in dem Video zurück, wenn wir die einbauen werden. Das hat nämlich einen Hintergrund, weshalb ich das nicht machen wollte. Die legen wir also erstmal weg.
Die Links dazu werde ich mal in die Beschreibung packen, falls einer auch Interesse daran hat. Findet ihr alles in der Beschreibung. So, dann werden wir die einmal hier festmachen. Zuerst werde ich hier die Abstandshalter wieder bzw. die Festhalteschrauben reinsetzen, damit die schon mal etwas fixiert ist. So, nachdem das gemacht ist, werden wir hier oben wieder die Schraube ganz normal reinschrauben. So ein bisschen gucken, dass das so ein bisschen mit dem HDMI-Anschluss passt, dass er nicht allzu komisch ist. Falsche Schraube. Scheiße. Das war die vom PCB. Die ist etwas zu dünn, deswegen hat das auch gerade nicht funktioniert. Alles klar. So, jetzt haben wir es aber fest. Passiert dem Besten. So, jetzt haben wir hier die Schraube drin. Alles passt wunderbar. Alles schön mittig. Perfekt. Jetzt nehmen wir noch den Seitenschneider kurz und ziehen hier die Schrauben fest. Wie gesagt, es gibt auch ein Tool damit, mit dem man das machen kann, was ich aber momentan gerade leider nicht bei mir habe. Ja. Kann man machen. Ist jetzt nicht so tragisch. Dadurch geht das Gewinde jetzt auch nicht so kaputt. Beziehungsweise gar nicht kaputt, wenn man es nicht übertreibt. So, das war es auch schon mit der Grafikkarte. Die ist jetzt bereit zum Einbau. Dann kommen wir direkt zum Arbeitsspeicher. Wir haben hier 2x 4 GB. Und zwar habe ich den von einem Händler bei eBay gekauft, weil er dort besonders günstig war. Der hatte dort verschiedene Module zur Auswahl. Und ja, man weiß also nicht, welche man bekommt. Und da man ja eigentlich immer nur, wenn man selber PCs baut, die großen Marken wie Corsair, G-Skill etc. kennt, kennt man nicht alle Marken, die es so gibt, die in OEM-Fertig-PCs sind. Zum Beispiel haben wir hier jetzt eine Marke, die ich noch nie gehört habe, Rendition. Und ja, ist bestimmt ein OEM-Fertighersteller. Das heißt, für normale Aldi-PCs zum Beispiel, für so Fertigdinger halt. Ja, das sind die zwei Module. Selber noch nie gehört. Mal sehen, ob er wirklich funktioniert und ob er auch die Leistung hat, die der andere RAM jetzt hat. In dem PC ist momentan Samsung RAM verbaut, läuft auch super mit dem HP Mainboard, gar keine Probleme gehabt. Und ja, wir haben hier, nochmal zurück zum RAM, wir haben hier 2 GB Module, also 4 GB insgesamt, 1333er. Genau wie der in dem PC, weil der i3 unterstützt eh nicht mehr, also habe ich mir gedacht, kann ich auch genau den passenden kaufen, dann passt das schon. Wir haben auch hier nur auf einer Seite die Speichermodule, das heißt hier auf der Rückseite ist nichts. Ist aber nicht so schlimm, man kann trotzdem beide Speicherarten so verbauen, das tut überhaupt nichts zur Sache. Gut, dann werden wir die Sachen jetzt mal einbauen. So, dann bauen wir als erstes den RAM ein, worauf ihr achten müsst. Ihr müsst einfach hier die Klappen runter machen, die den RAM später sichern auf beiden Seiten. Dann nehmen wir ein Modul hier. Wir haben hier einmal eine Kerbe in der Mitte, wie ihr hier seht. Die müssen wir jetzt ausrichten. Hier sehen wir die Kerbe. Das ist die kurze Seite. Das ist die lange Seite. Hier haben wir die kurze Seite, hier haben wir die lange Seite. Dann drehen wir den um. Schon haben wir hier die kurze Seite. Nehmen den RAM, stecken ihn genau in die Mitte rein. Und wie wir sehen, passt das genau mit der Auskerbung übereinander. Dann nehmen wir beide Daumen zum Beispiel und drücken auf beiden Seiten gleichzeitig richtig feste rein. Vorher müssen wir uns natürlich sichergestellt haben, dass das wirklich übereinstimmt, weil sonst machen wir den kaputt. Schon wir das zweimal klacken, können nochmal nachdrücken, ob die auch wirklich eingerastet sind. In dem Fall sind die wunderbar eingerastet und das zweite machen wir jetzt hier mit demselben Modul. Meistens sind die Module, Einkerbungen bei allen vier Slots gleich, wie hier der Fall ist. Dann können wir den wieder so nehmen, in die Mitte reinstecken und mit beiden Daumen festdrücken. Haben wir wieder die zwei Klicken gehört. Und dann gucken wir nochmal, ob der wirklich sicher ist. Ja, ist sicher. Und das war es dann auch schon mit der RAM-Installation. So, und dann kommen wir auch schon zu der Grafikkarte hier. Wie wir sehen, ein Slot und recht schmal. Das heißt, wir müssen hier in dem Fall im Gehäuse einfach das hier hochziehen.
Dann suchen wir uns hier den Slot aus, welchen wir rausnehmen wollen. Das ist in dem Fall der vorletzte hier. Da bei diesem Mainboard der erste einfach angebunden ist und der für die Grafikkarte gedacht ist, weil der die meiste Leistung überträgt. So, dann nehmen wir die Grafikkarte hier, sehen hier die Anschlüsse, natürlich müssen wir die so rumdrehen. Dann haben wir hier den Einrasthaken, der muss hier bei diesem schwarzen Plastikteil einrasten, was ihr da unten seht. Und zwar nehmen wir die jetzt so hier, arretieren die ein wenig, gucken, dass der Slot auch wirklich da drüber ist. So, jetzt haben wir die halb drin und dann drücken wir die jetzt hier runter. Und schon ist der eingerastet. Kann man jetzt hier hinten auch sehen. Das Teil ist jetzt hier wirklich hinten sicher. Man kann die Karte jetzt nicht mehr so rausziehen. Das ist unmöglich. Die sitzt bombenfest. Dann drückt man die hier noch ein bisschen runter unter so einem kleinen Widerhaken, der hier ist. Die sind übrigens schraublos, wie ihr seht. Die muss man hier einfach drauf drücken. Dann das hier wieder hochdrücken und einmal hier reinschieben. Das war's schon. Jetzt ist die Grafikkarte perfekt sicher. Klappen das hier erstmal wieder runter. Und jetzt sehen wir hier, einen Augenblick, jetzt sehen wir hier die Anschlüsse der Grafikkarte. So, nun können wir hier die zwei Anschlüsse für Display nicht mehr benutzen, den DisplayPort VGA. Dafür haben wir jetzt hier einmal DVI und HDMI. Gut, das war es auch eigentlich schon. Dann sehen wir uns gleich wieder, ob auch wirklich alles funktioniert hat, was wir hier gerade reingebaut haben. Lüfter dreht sich schon mal, der andere auch. Dann schauen wir mal, ob ein Bild kommt. Und es kommt kein Bild. Wir haben wieder einen 164 Memory Size Error. Wahnsinn. Super. Scheiße. So, das System ist aufgebaut hier. Strom ist dran. HDMI-Kabel ist drin. Dann werden wir den PC mal starten. So, Grafikkarte läuft schon mal. Alles andere auch. Dann warten wir jetzt mal, ob ein Bild auch kommt. Dann wechseln wir den Eingang auf HDMI. Windows wird gestartet. Perfekt. Und wieder wechseln. So, jetzt aber. Sind wir am Anmeldebildschirm? Dank der SSD geht das natürlich auch alles rucki zucki. So, dann werden wir mal uns GPU-Z anschauen, ob auch alles wirklich funktioniert hat. Ja, ich hatte schon mal vorher probiert, ob es auch wirklich funktioniert. Den Treiber hatte ich auch schon mal geladen, damit das auch alles rucki zucki hier geht. Und wie wir sehen, haben wir hier oben eine GT 530 installiert, haben 96 Shader-Einheiten, 128 Bit Speicheranbindung und wir schaffen die Gigabit hier. So, wir haben jetzt einen GPU-Takt von 700 MHz, 1400 MHz Shader und die Memory läuft mit knapp 800 MHz. Im idle und offenen Gehäuse ist die jetzt bei 34 Grad, was ja, voll okay ist. Gut, das war's dann. Dann werden wir mal kurz im Task Manager schauen. Wir haben hier einmal die 8 GB RAM. Dazu können wir auch hier nochmal kurz das aufrufen. Hier sehen wir die vollen 8 GB zur Verfügung. Dann werden wir schon mal einen Leistungstest laufen lassen. Wir haben jetzt hier eine Gesamtbewertung von 5,1 und die Grafikkarte, die interne von der CPU, hat hier in dem Fall 5,1 für Windows Aero und 5,8 für 3D Business und Grafikkartenleistung, Gaming Grafikleistung. So, dann werde ich ihn kurz durchlaufen lassen für die Leute, die es interessiert, und dann sehen wir uns bei dem Ergebnis wieder. So, der Test ist jetzt fast durchgelaufen. Hat jetzt auch nur 2 Minuten gedauert oder so, also jetzt doch nicht so lange. Und da bin ich mal gespannt, was sich jetzt hier geändert hat. Gut, die Bewertung ist jetzt nicht so hilfreich, aber mal sehen. So, wir haben jetzt bei der Grafikkartenleistung beides 6,7 und im Gesamtwert auch eine 6,7. Gut. Das war's dann auch schon zum Umbau bzw. der Aufrüstung. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, lasst natürlich einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen.
Und ja, das nächste Video wird auch wieder zu dem PC kommen. Da werden wir die Gaming-Leistung testen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.